Hallöche Freunde, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News, Freunde. Wir haben nochmal ein kleines Update zu Vince McMahon bei Raw. Außerdem ist Liv Morgan viral gegangen und wir haben ein bisschen was auch wieder mal zu WrestleMania und so weiter und so fort, Freunde. Wir rennen in Richtung WrestleMania zu, es ist alles sehr nice und soweit. Deswegen habe ich viele News, deswegen kommt hier einfach den ganzen Tag, jeden Tag hier wieder ein News-Video raus. Und wir beginnen erstmal mit All Elite. Die haben nämlich jetzt entschieden, dass sie den All Elite All Atlantic Championship umbenennen in den International-Titel. Warum das jetzt unbedingt sein musste, keine Ahnung, man hat es so verkauft, dass es ein Upgrade gab, weil man von der All Atlantic-Geschichte also in die internationale Richtung gehen will, von mir aus. Also das Ding heißt jetzt anders. Ich bin mal gespannt, ob sie denn auch den Titel so ändern, dass das auch an dem Titel dran steht, weil da stand auch dran All Atlantic Championship. Ich gehe mal davon aus, weil in dem Matchcard-Grafikenbild, was es schon gibt, da stand dann auch International dran. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie extra dafür nochmal den Titel upgraden. So, dann sehr interessante Geschichte. Und zwar versucht die WWE gerade mit Wettbehörden in Amerika durchzusetzen, dass es legal wird, auf geskriptete Shows wie die WWE wetten zu dürfen. Das ist aktuell nicht erlaubt. Es gibt zwar hier und da immer mal irgendwo eine Wettbörse, die mal irgendwie es schafft, auf WWE zu wetten. Ich hatte da früher auch mal eine gefunden, aber meistens machen die das nicht lange und irgendwann hören die dann auch damit auf. Also wirklich lange funktioniert das irgendwie nicht. Weil natürlich auch die Wettbehörden sagen, es ist ja bekannt, wer gewinnt. Es ist ja vorher abgesprochen, wer gewinnt. Aber es ist halt nicht der Bevölkerung bekannt, sondern nur so ein paar wenigen. Das heißt, diese könnten ja theoretisch Beschiss betreiben und Ergebnisse verkaufen und so weiter und so fort. Ne? Also ich sag mal so, das ist ja auch in anderen Sportarten gang und gäbe. Hier ist es so, dass die WWE aber natürlich sagt, okay, der Kreis ist so klein, das ist alles überschaubar, die Leute, die davon wissen, das sind so wenige Leute, das wird alles kontrolliert, das ist alles gut, das ist alles safe und die Bevölkerung kriegt keinerlei Ergebnisse, es wird niemals irgendwie was rauskommen, das heißt, es könnte möglich sein. Ob da mal irgendwann wirklich rauskommt, dass die WWE das durchkriegt, dass sie das erlauben, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, kann ich es mir auch irgendwie nicht vorstellen. Die WWE versucht das so ein bisschen mit den Oscars zu vergleichen, denn man kann darauf wetten, welche Filme einen Oscar bekommen und da die ja auch vorher ausgewählt werden, also welche Filme Oscars bekommen, ist das ja quasi auch das Gleiche, denn es gibt eine kleine Gruppe, die weiß, wer den Oscar bekommt, bevor sie die Verleihung machen. Kann man sicherlich auch irgendwie vergleichen. Wie gesagt, ob da jetzt was rauskommt, keine Ahnung. So, dann kommen wir zu Brian Cage. Der hat eigentlich seinen Ursprungsvertrag bei All Elite, der lief jetzt aus. Januar, Februar, irgendwie jetzt so in dem Dreh lief der Vertrag aus. Allerdings war Brian Cage zwischendurch mal wieder verletzt. Deswegen hat All Elite diese Verletzungszeit einfach hinten dran gehängt. Deswegen ist er jetzt aktuell noch da. Aber sein Vertrag lief jetzt eigentlich aus. Oder läuft denn jetzt, auch die Verlängerung läuft jetzt aus. Ein neuer Vertrag von All Elite liegt ihm auf dem Tisch, aber er hat noch nichts unterschrieben. Das heißt, hier auch wieder die Frage, was wird mit Brian Cage passieren? Denn natürlich ist auch die WWE nicht blind und weiß auch, was das für ein großes Talent ist. Ob man den nicht vielleicht auch mal noch unter die Fittiche nehmen könnte, muss man mal abwarten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er da bleibt, schon alleine, weil Ring of Honor jetzt gestartet ist und so weiter. Und da natürlich wieder mehr Möglichkeiten zum Auftreten von All Elite gegeben werden. Ja, muss man auch hier mal sehen, aber ja, im Endeffekt, Vertrag läuft aus, alles ist möglich. Dann zu Liv Morgan. Die war nämlich bei einem NBA-Spiel und wurde im Fernsehen eingeblendet. Allerdings wurde sie darüber nicht informiert. Das heißt, einfach random wurde die Kamera auf sie gerichtet, über die andere Seite, dass sie das auch nicht gesehen hat. Und da wurde dann ein bisschen ein Live-Event beworben und so weiter. Und das Ding ist, neben ihr saß ein WWE-Mitarbeiter und hat ihr was erzählt. Und sie hat aber in diesem Clip einfach auf Durchzug gestellt. Sie hat nicht zugehört. Du siehst einfach,
wie er die ganze Zeit sie voll quatscht und sie halt einfach nur in die Weltgeschichte rumguckt und eigentlich gar nicht anwesend ist. Und dieser Clip ging viral, von wegen, yo, der Typ versucht sie die ganze Zeit irgendwie anzulabern und sie ist einfach eiskalt und es interessiert sie nicht. Haben viele Männer bestimmt schon erlebt. Und ja, das ging jetzt so ein bisschen viral, fand sie selbst auch lustig, weil sie ja den Typen kannte. Das Internet ist jetzt erstmal davon ausgegangen, dass das irgendein random Guy ist, der sie da voll quatscht. Aber nee, sie war ja mit dem da. Es war ja halt eigentlich eine Promotion-Geschichte für dieses Live-Event, weshalb die beiden ja da waren. Also nicht, dass die irgendwie zusammen sind und so, ne? Liv Morgan hat was mit Bo Dallas übrigens. Ja, und das ist auch auf jeden Fall sehr interessant, wie einfach und doof man auch manchmal viral gehen kann. So, dann zu Vince McMahon. Da habe ich euch ja schon gesagt in der letzten Episode, dass Vince McMahon ganz überraschend bei Raw aufgetaucht ist, unter der Prämisse, dass er John Cena besucht hat, der ja auch bei Raw wieder aufgetaucht ist. Und Vince saß die komplette Zeit in der Gorilla Position, also das ist direkt hinter der Stage, und hat sich aber nicht eingemischt. Er hat weder irgendwas Kreatives gemacht, er hat weder irgendwas gesagt zu irgendwelchen Sachen, die er gesehen hat. Er war einfach nur anwesend. Das Punkt 1. Punkt 2 ist, er sieht anders aus. Und zwar hat er sich seine Haare gefärbt und er hat jetzt einen kleinen Bart, einen kleinen Mustache hat er jetzt. Ja, und das war eigentlich so alles. Wichtig ist natürlich bei solchen Sachen immer auch, Vince McMahon ist bei Raw, der leitet jetzt wieder alles, dass hier wirklich die Gerüchteküche gleich mal runtergedrückt wird und dass auf der kreativen Seite hier keinerlei Einfluss passiert ist. Vince hat nichts gemacht. Absolut gar nichts. So, und dann haben wir noch was zu WrestleMania und zu Daniel Cormier. Der wurde nämlich von ESPN berufen, zu WrestleMania zu fahren, um dort für ESPN zu berichten. Also ESPN ist ein Sportsender und Daniel Cormier ist ehemaliger UFC-Fighter. Da wird es jetzt interessant. Danny Cormier war zwischendurch sogar auch mal im Gespräch, ob man den als WWE-Kommentator einstellt. Weil der auch dann nämlich jetzt UFC-Events kommentiert und so weiter. Und das Ding ist, er hat gesagt, dass er super glücklich ist, dass er für ESPN zu WrestleMania fährt, bla bla bla. Aber er hat auch gesagt, dass Brock Lesnar sich von ihm fernhalten soll, weil wenn er den sieht, dann gibt es gleich erstmal eine Ordnungsschelle. Und das ist sehr interessant, denn er macht hier natürlich dieses Fass auf erstmal. Und das Ding ist, es gab auch bei der UFC mal eine Auseinandersetzung zwischen Brock Lesnar und Daniel Cormier. Da gab es mal einen geplanten Kampf, der nie stattgefunden hat. Dann hatte man überlegt, dieses Ding ins Wrestling zu bringen, was auch nie stattgefunden hat. Generell ist da auf jeden Fall Potenzial. Muss man auch mal abwarten, ob die daraus jetzt eine Sache machen oder ob das wirklich einfach nur so ein bisschen vielleicht aus persönlichen Problemen besteht oder sowas. Ist auf jeden Fall super interessant. So, und dann haben wir noch was ganz Geiles. Und zwar ist der amtierende, längst amtierende Impact Wrestling World Champion Josh Alexander in diesem Jahr in Deutschland. Und zwar am 14. und 15. Oktober bei uns bei Unlimited Wrestling. Wir machen ja wieder eine große Show, großes Wrestival, ein Wochenende lang mit großem Catch, also mit großen Wrestling-Show, zwei Shows, übelst krass, mit vielen Leuten aus allen möglichen Promotions und so weiter. Und sofort also ein riesen Wrestling-Wochenende. Und wir haben jetzt schon Josh Alexander bekannt gegeben, also amtierender Impact World Champion ist bei Unlimited Wrestling. Tickets gibt es natürlich auf unlimitedwrestling.de, auf wrestlingtickets.de, wie ihr auch immer möchtet. Und ja, seid ihr auf jeden Fall dabei. Zwei Tage, absolut krasses Ding. Das ist natürlich nicht der einzige Name, der damit am Start ist. Wir haben noch einiges im Petto, Freunde. Deswegen freut euch da sicher noch auf mehr. Und ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Geschichte, dass so ein großer Name auch hier wieder nach Deutschland kommt, um für Unlimited Wrestling in den Ring zu steigen. Gut, das war's dann erstmal soweit mit dem News-Update für heute. Lasst doch gerne einen Daumen da. Ansonsten eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann werdet gerne noch Kanalmitglieder für weitere Videos von mir, weil es mit 5, 6 Videos pro Woche doch lange nicht genug ist, mein Gesicht zu sehen. Und ja, deswegen, Freunde, soweit erstmal das für heute. Ich wünsche euch was, macht nicht mehr so dolle, haut rein und ciao.